Ja. Robert Habeck hat jetzt eine interessante Klimastudie vorgestellt, eine Klimakostenanalyse, die zu dem Ergebnis kommt, dass sich die Kosten der Klimaerwärmung allein in Deutschland bis 2050 auf 280 bis 900 Milliarden Euro belaufen. Nun sollte auch mathematisch Ungebildeten auffallen, dass 280 bis 900 Milliarden keine extrem präzise Schätzung sind. 620 Milliarden Differenz, ich meine, das ist ja Geld. Man merkt das, wenn einem mal 620 Milliarden fehlen. Wobei noch schlimmer ist, wenn Ihnen 620 Euro fehlen. Das ist ärgerlich. Wenn Sie 620 Euro Schulden haben bei der Bank, haben Sie richtig Ärger. Die schicken den Gerichtsvollzieher vorbei. Aber wenn Ihnen 620 Milliarden fehlen, da kriegen Sie eine... Ja, da... Sag ich, da kriegen Sie die Durchwahlnummer zum eigenen Prokuristen. Dann gibt's einen Termin in der Bank mit Kaffee und Keksen. Und am Ende kommt der Kanzler persönlich vorbei und sagt, ich erinnere mich an nichts.